So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Raider Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Natürlich diesmal nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag, denn am Dienstag war Raid Boss Wechsel. Da kam Mega Despot da in die Mega Raids. Da kam Regi Drago in die 5er legendären Raids. Interessiert kein Schwein. Und ich habe dafür Dienstag und Mittwoch dann jeweils einen Community Raid hochgeladen als Video. Und deswegen musste ich am Mittwoch die Raider-Mittwoch-Folge dann auf den Donnerstag verschieben. Trotzdem war Mittwoch, glaube ich, die Raid-Mania mit Regi Drago. Ich hoffe, ihr habt eingeladen, habt Raid-Mania-Punkte verdient. Wer nicht weiß, was eine Raid-Mania ist, der guckt sich halt mal eine an, weiß dann Bescheid. Donnerstag, Freitag, Samstag, jeweils 20 Uhr gibt es dann eine Premiere zum Geburtstagswochenende, was letztens war. Ich bin 35 geworden. Ganz viele Leute aus der Community sind angereist, haben 2 Nächte mit uns draußen übernachtet an der Werra. Einmal so am Ufer, einmal unter der Brücke, weil es geregnet hat. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, war richtig genial. Und danke nochmal an alle, die da dabei waren, die da mitgemacht haben. Jetzt aber zum eigentlichen Video, zu den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Timo Rüger. Das sind ja gar keine Pokémon, nein, das sind alles Sriracha-Soßen. Und ich finde das immer toll in letzter Zeit. So viele Leute kommen jetzt auf den Asia-Trip, auf den Samyang-Trip oder auf den Scharfe-Soßen-Trip. Deswegen freue ich mich immer wieder, wenn mir jemand ein Bild schickt von sowas oder von sowas, wo da ganz viele Samyang-Soßen rumrennen. Oder vor allem von sowas. Also, wenn ihr Samyang-Bilder habt, schickt ihr mir immer rein, wenn ihr jetzt auch auf dem Samyang-Trip hängen geblieben seid. Silvio auch, der Shinox, hat sich jetzt mal einen Cup Too Spicy gegönnt. Sieht auf jeden Fall richtig herrlich aus. Ich hoffe, es hat ihm geschmeckt und gemundet. Dann bin ich mit David und Kevin Glücksfreund geworden. Wir haben auch schon getauscht. Dann ein Bild von Shinox, Silvio nochmal. Bei dem nehme ich die Bilder ja meistens gar nicht mit rein, weil ich immer nicht weiß, was er mir sagen will. Aber jetzt hat er mich überzeugt, dass liebt oder hasst die GBL ist die letzte Seite von der Season-Forschung zur GBL, wo ihr 500 Kämpfe in der GBL gewinnen müsst, um am Ende auf dieser Seite zu gelangen. Befristete Go-Kampfliga-Forschung, 5 von 5, 10 Superbälle, das ist es wert. 5000 Staub, aber diese eine Top-Lade-TM, die es aus dieser Forschung gibt, für 500 gewonnene Kämpfe. Das ist krass, sowas war, glaube ich, auch schon mal Schocker der Woche. Und der Silvio war ja auch am Geburtstagswochenende immer in seinem Glascontainer reingepfercht und hat GBL gezockt nebenbei. Das fand ich richtig cool, einfach richtig chilliger Typ. Borki auch hier, Samyang-Nudeln, Bild reingeschickt, haben wir mitgenommen, muss man machen. Sondengänger hat hier einen sehr coolen Pokestop gefunden mit einem Pikachu da mit roten Augen, weiblich, Sailor Moon-Kostüm oder so ähnlich. Sieht auf jeden Fall so aus und eine AK-47, also in der Blockmonster-Version featuring Sailor Moon. Grüße an den Sondengänger. Lenzart hat aus dem Abenteuerrauch 2 Shinies hintereinander bekommen. 17:08, beide, ein Zickzacks und ein Simsala. Sehr cool wieder zusammengeführt. Danke, Lennart, für deine coolen Grafiken, die du da immer bastelst. Außerdem hat er hier noch ein Shiny Relaxo bekommen. 14:66, sein erstes. Er hat wohl bisher noch keins gehabt. Und zeigt uns seine Riolu Schlüpftag aus Beute. 4 Shiny Riolu bekommen, alle Bewertungen auch hier mit dabei. Das obere ist ein 96er mit 14:15:14. Das ist das Beste. Das Ei war vom 2.2. Ein Gladiantri aus dem 12er Ei bekommen mit 100%. C-Day aus Beute, 50 Shiny, Shiggies mitgenommen, haben wir auch noch gezeigt. Henry Herfurth müsste eigentlich Schocker der Woche sein, denn man konnte jetzt einmal das Zygarde bekommen und seine Freundin hat aus der Forschung einfach ein 100%iges Zygarde bekommen. Ich glaube, das muss ins Thumbnail, dieses 100%ige Zygarde, ist aber nicht Schocker der Woche, denn Schocker der Woche muss ja was sein, was einmalig in dieser Woche gezogen wurde. Und ihr werdet sehen, es kommt daran noch ein 100%iges Zygarde. Henry mit dem Snubbull auch 100% hier, Dresden, Sachsen und wir sind Glücksfreunde geworden. Da hat er sich gefreut, genau wie der Baumlieber, mit dem ich irgendwann mal tauschen muss, fällt mir gerade ein. Pokehander für Raider Mittwoch, ein Shiny Furnifras, ein 100%iges Rihorn, dann haben wir einen Pummeluff, auch in Shiny, sieht man an den grünen Augen, der Rest ist leider
genauso geblieben. Shiny Aero Kack Sprühl als Krypto-Version von Team Rocket. Mangunior Shiny wohl aus der Rampenlichtstunde. Skobble mitgenommen, da ist das Ohr umgeknickt. Flauschling und die Riolu Schlüpftag Ausbeute. Ihr seht hier 6 Shiny Riolu und ein 100%iges Riolu. Wer das nicht weiß, 5, 6, 7 sind die BP für das 100%ige Riolu. Glückwunsch dazu. Luigi Sarada auf dem Sherry Sarada Account. Auch hier eine Shiny Ausbeute der letzten Zeit. Eine Hirschkuh, ein Anego, Pashigi, ein Ponita, Arctos, Lavados und Zickzacks. Auf dem Main Account auch eine Handvoll Shigi, Ponita, Filino, Zickzacks. Shigi auch mit Sonnenbrille, genauso wie hier auf Bisasam. Füffchen, Tarnpignon, Palimpalim. 100er gab es auch. Tohaido, Shigi, Turdok, Turdok. Leider alles ohne Sonnenbrille, aber von der Zeitraum 0 bis 35 in den letzten 35 Tagen das bekommen. Dann Zickzacks. Da geht man für Mangunio raus zur Rampenlichtstunde, bekommt das wieder 2 an einem Tag. Nicht nur ein Shiny Zickzacks, 2 Shiny Zickzacks an einem Tag. Das eine ist schon tot. Hat ja lange gehalten. Dann hat er mir noch einen Screen davon geschickt und ich habe die ganze Zeit gerätselt, wer mir das Ticket für den zweiten wiederholten C-Day Classic mit Shigi geschickt hat. Ich habe die Antwort bis jetzt nicht gefunden. Jetzt habe ich sie, glaube ich. Dein Geschenk ist unterwegs. Muss heißen, Luigi Sarada hat das zweite C-Day Classic Ticket zum Community Day geschickt. Das erste war ja von Kaiser Kai. Ich habe die ganze Zeit meinen Buddy Kaiser Kai genannt. Wer jetzt mal drauf achtet, ich habe meinen Buddy jetzt umbenannt in Luigi Sarada, weil von dem das letzte Ticket jetzt kam. Wer das nächste Ticket für irgendwas sponsert oder schenkt, werde ich auch versuchen, wenn ich das mitkriege, meinen Buddy dann immer so zu benennen. Einfach als Dankeschön und es vor allem auch bei Raid am Mittwoch immer hier zu präsentieren. Dankeschön also Luigi, danke, dass du auch da warst beim Community-Treff am Geburtstagswochenende. War richtig cool, ich weiß noch genau, wie die Karamals über die Handys gelaufen ist. Das war richtig genial. Timo Rüger hier, Shiny Riolu mitgenommen, den Rest dürfen wir nicht zeigen, Timo, du kleiner Schlingel, du. Shenaya, 100% Bidiza, dann Bitora in Shiny, Shiny Knilz, gleich dreimal. Charmian, 100% erlöst. Aquana mitgenommen, danach direkt verschickt. Ich kenne sie doch. Barnett, Wildgefangenes, Shiny, gebrütet. Skalück, Shiny, Flunschlick mitgenommen. 100% Spoink, drittes Krypto 100er. Was sind die anderen zwei? Spoink habe ich, glaube ich, noch nicht als Krypto 100er. Würde mir auf jeden Fall fehlen. Dann vom C-Day direkt entwickelt und gemaxt. Muss man auf jeden Fall machen. Wer aus der Forschung, aus der Feldforschung und aus diesen Aufgaben zum C-Day ein bebrilltes Shigi bekommen hat, den 100% unbedingt zum Turdog machen, maxen und mega entwickeln. Das werdet ihr auch ganz oft und ganz viel heute noch sehen. Das 100%ige Brillen-Turdog und auch das Shiny Brillen-Turtok plus 100% Shiny-Brillen-Turtok. Mangunia 100% noch aus der Spotlight-Stunde mitgenommen. Dann Tobi Gottking, seht ihr, jetzt habe ich auch ein 100er mit Sonnenbrille. Auch dasselbe nochmal, 100%iges Turtok mit Sonnenbrille. Auch 100% Mangunia mitgenommen. Gerade noch drüber gemeckert, dass sie überall rumstehen und in der Feldforschung ist ein 100er drin. Ist auch in Ordnung, schreibt er hier Despo da. Und das war eine Zeit, da war Mega Despo da schon in den Raids, nämlich am Dienstag direkt, sagt mir also, dass er dieses Shiny aus einem Mega Raid gezogen hat und deswegen macht es das schon wieder so speziell. Gleichzeitig auch hier ein Wablu in Shiny, ist aber schon ein bisschen älter. Die beiden habe ich noch auf dem zweiten Account bekommen. Erster Despo Raid gleich 100er und Pantimimi aus einem Ei. 100% Pantimimi Baby, Eier 100er, sowieso immer was Spezielles. Und das hat er aus dem ersten Raid bekommen. Auch am 25.07. hat es auch dann entwickelt, hat eine mega Entwicklung draus gemacht. Hier nur mit 5500, weil der Account sicherlich nicht Level 50 ist. Oder nicht Level 40 ist. Oder halt nicht genügend XL hat. Oder nicht genügend Bonbons. Das Pokémon ist auf jeden Fall vielleicht Level 40, aber noch nicht Level 50. Vielleicht ist es was dazwischen. Es hat noch nicht die maximalen WP erreicht, möchte ich damit sagen. Sören, endlich Trump in Farbe. Dodu und Mangunior. Dann Dienstag startet Pink. Ein Shiny Felino noch mitgenommen. Sarina zeigt uns ihre Ausbeute einmal in der Übersicht. Dann nochmal extra klein. Habe ich nochmal einzeln so gemacht. Ein Krypto-Shiny Kleinstein. Ein Shiny Quabbel Blau. Das ist das seltenere von den zwei Quabbels. Also das ist gutes Tauschmaterial. Sollte man auf jeden Fall behalten. Dann, das ist zwar kein 100er, aber trotzdem ein gutes Krypto, was ich mal mit reingenommen habe. Weil Drassler ist auf jeden Fall auch ein Hit.
Max das, macht das auf 50, egal. Wenn ihr da ein relativ gutes habt, ein God of War kann man immer mal benutzen gegen so viele Sachen, jetzt auch gegen Regi Drago zum Beispiel in den Raids, Buffet passt auf jeden Fall. Pam Pam Shiny habe ich noch nicht, war schon mal Schocker der Woche als 100%iges Shiny. Hier ist es das normale Shiny, sieht auf jeden Fall braun aus, es ist ein Braunbär geworden. Dann Punita auch in 100% noch, Shiki mit Sonnenbrille in 100% aus Meininge, hier Dummiesel 100% und die Riolu aus Beude 5 Shiny sind es dann geworden. Der Spaß muss jetzt sein, ich bin nicht der Alex und habe auch nicht den Daniel Schilling gefunden, aber endlich Ramses der Dicke gefunden, guckt ihr das an. In der Brauerei Sudpfanne ist das bestimmt, wo wir gestern Raids gemacht haben. Dann Reike, Shiny Dodo, Shiny Geckerbohr, Dodo mit dem schwarzen Hals, weil es ein männliches ist. Das weibliche hat einen beigen Hals, müsst ihr mal drauf achten, es ist beim Shiny so, das ist bei dem normalen so. Das ist ein Unterschied, auf jeden Fall klar erkenntlich. Hoffentlich kommt bald die Entwicklung ins Spiel, sagt der Kaiser Kai mit seinem 100% Girafarik. Hat hier auch ein 100% Turdo gezogen. Hat sich gelohnt, dass der C-Day wiederholt wurde. Ich dachte schon, manche Leute werden den sowieso gar nicht mehr spielen. Aber die Leute hatten trotzdem Bock, weil sie einfach auf dieses Pokémon Bock hatten. Mit der Sonnenbrille und das vielleicht als 100er unbedingt in der Sonnenbrille haben wollten. Und dafür musstest du eben questen und so hat sich's bei manchen gelohnt. Brutalinho müsste eigentlich Schocker der Woche sein. Ich sag's mal so, wie es ist. Keine Ahnung, ob es interessant ist, da es ja ein C-Day-Pokémon ist. Schönen Sonntag noch. Aber der hat auch ein 100%iges Shiny-Turtok aus der Quest gezogen. Das schon mal krass, ein 100er aus der Quest zu ziehen, haben wir aber schon oft genug gesehen. Ein Shiny aus der Quest zu ziehen, haben wir schon oft genug gesehen. Aber ein 100% Shiny aus der Quest zu ziehen, ist eigentlich der Jackpot. Haben wir in der Vergangenheit aber schon öfters gesehen. Jetzt hat er aber an dem Tag 3 100%ige aus der Quest gezogen, sodass er ein normales Sonnenbrillen-Shiki in 100% hat, ein normales Turtok in 100% und eben auch ein Shiny 100%. Und das ist so übertrieben krass, dass das eigentlich der Schocker der Woche sein müsste. Trotzdem habe ich einen anderen, der euch natürlich besser gefällt, weil ihr Turtok gar nicht zu schätzen wisst, weil ihr sagt, naja, die Rate war ja erhöht, aus Quests hat man Mindest-IV und dann hat man ja auch noch hier Shiny ist ja auch erhöht, dann 100er Shiny aus der Quest, das ist ja gar nicht so krass. Doch, es ist krass, aber euch kann man ja nichts erklären, deswegen machen wir schnell weiter, denn der Marco FedEx hat auch ein 100%iges Turtok mit Brille gezogen plus ein 100er Magby aus dem Ei gebrütet. Alexander Ahringer, endlich Shiny Mangunio in Pokémon Go mitgenommen. Dann, das fand ich so genial, guckt euch das an. Meine Riolu Schlüpftag aus Beude. Und dann im Vergleich dazu, meine Riolu Shiny aus Beude in Pokémon Go von Schlüpftag. Wo ist der Unterschied? Falls ihr einen seht, es ist genau der gleiche Screenshot, es ist genau die gleiche Reihenfolge. Er hat aber trotzdem beides extra geschickt mit einer anderen Untertitelung. Das ist das beste Shiny Lucario vom Schlüpftag. Ist auch ein 96er mit 15, 13, 15. Mein 100er Riolu vom Schlüpftag in Pokémon Go hat er auch noch mitgenommen. Glückwunsch dazu, da freue ich mich ganz besonders. Endlich Shiny Magby in Pokémon Go hat er auch noch mitgenommen. Daniel Love mit einem Shiny Sumpex direkt in der Wildnis so gefangen. Ist ja aus Licht ausgegangen, muss schon mal kurz wedeln. Merkt ihr das? Nö, man merkt gar keinen Unterschied, oder? So, Shiny Sumpex direkt in der Wildnis mitgenommen. Maggie hier, Shiny Krypto, Aero, Kacksprühl, Bidifass in Entwicklung direkt reingezogen, so wie es ist. Paco mit Velursi 100% mitgenommen in Oberhausen. God King Tidon hat vorhin nochmal nachgeschickt. Den habe ich gerade noch aus einer Feldforschung bekommen. Der zweite 100er heute aus einer Feldforschung. 100er Snubbull. Timo, da war ja noch was. Das Despota habe ich so aus dem Mega Raid bekommen. Auch 100% wie vorhin beim kleinen Account, beim, keine Ahnung, habe ich schon wieder vergessen. 21,91. Wir haben gestern am Dienstag, also vorgestern, wenn ihr das seht, am Dienstag haben wir auch Raids für Zuschauer gemacht mit Mega Despota. Und ich habe schon gesagt, am Donnerstag, wenn ihr dieses Video also seht, was ich am Mittwoch aufnehme, machen wir auch nochmal ab 18 Uhr Raids für Zuschauer mit Mega Despota. Und 20 Uhr kommen dann die Geburtstagspremieren. Da hoffe ich, dass da manche zugucken. Selal,
Hat im Feldforschungsdurchbruch mal wieder einen Fanrate-Pass bekommen? Habt ihr schon mal einen Fanrate-Pass bekommen im Feldforschungsdurchbruch? Schreibt's mal in die Kommentare. Dann hat er hier ein Shiny Yorklef gefangen in der Wildnis. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ein Shiny Arctos Krypto aus den Vorort-Raids mit Krypto Arctos, was uns ja die ganzen 3 Monate des Season begleitet. Die Leute kotzen im Strahl, die haben gedacht, jeden Monat ein anderer Vogel. Das wäre cool. So, Owei, auch noch bei Selal, hier in Shiny mitgenommen. Annika Vogt zeigt uns Arctos Dani. Ich habe die ganzen C-Day-Ausbeuten da jetzt mal weggelassen, weil wie oft will ich noch Shiny Shiggy sehen? Haben wir lieber hier die Riolos angeguckt. Da ist auch ein Shiny Riolo dabei auf dem Arctos Dani-Account. Jan Lange macht der Solo-Raid mit Rigi Illiki, so wie es ausschaut, mit einem, ist das ein normales Groudon? Nicht mal die Mega-Entwicklung, 64 Sekunden Restzeit, oder war das du? Ich habe keine Ahnung, er hat auf jeden Fall noch 100%iges Porenda gebrütet aus dem 7-Kilometer-Ei, hat da erzählt, Cumulus 100% Cosmog aus der Cosmog-Aufgabe. Das wäre auch Schocker der Woche, weil man es ja nur einmal kriegen kann, aber das wäre ja genauso gleichwertig, dieses Cosmog, wie das Zygarde. Obwohl das Cosmog man ja jetzt schon mehrmals bekommen konnte. Deswegen wäre das Zygarde schon wichtiger und besser als Schocker der Woche. Aber ja, außerdem war Cosmog schon in 100% mal vertreten bei anderen, deswegen machen wir schnell weiter. Trotzdem cool. Palim Palim, Shiny, Abenteuerrauch, Cumulus, 100% Pebek, Cumulus mitgenommen, dann Skandal, Para, Schrott getauscht, 100er bekommen, so mag ich das, 100% Glücks, Inkognito, Baloo mit dem Shiny Krypto Aero Kacksprühl, dann auch hier 100% Turdog und Turdog mit Sonnenbrille mitgenommen, vom C-Day, dann ein männliches Shiny Dodu, Hühner steht da einfach nur dran, Gladiantri in Shiny noch mitgenommen, dann seine Ausbeute hat jetzt insgesamt hier also 3 Riolo, ein Lucario getauscht, 96er, Benji, jetzt kann man sogar den Namen lesen, weil es nicht mehr verschnörkelt ist, Benji mit dem Shiny Nagelotz, Shiny Shiggy mit Sonnenbrille, Shiny Pandimos und dazwischen noch Auto. Hey, das war super genial. Und warum also der Henry seine Freundin Tuns nicht Schocker der Woche ist, weil der Tuki 420 auch ein 100%iges Zygarde gezogen hat, hätte ich den nicht gehabt, dann wäre das Zygarde Schocker der Woche. So habe ich einen anderen Schocker der Woche. Und was der Schocker der Woche ist, das seht ihr jetzt, denn wir kommen zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, nicht vom Adi Schatz, alles Gute mit dem schwarzen Gummimund. Das ist Robert 100er. Wer hätte es gedacht? Habt ihr den schon mal gehört? Riolu Alter 0 und Schillern. Da sehe ich 10 Shiny Riolu. Eins ist Glücks, dann ist oben ein 98er dabei. Die sind nach Fangdatum, nach Schlüpfdatum sortiert. Und dieses Shiny Glücks, was er da hat, hat 5, 6, 7. Was haben wir euch über den Wert vorhin gesagt? 5, 6, 7 ist der 100%ige Wert. Und der hat auf jeden Fall wieder mal Mehl. Der hat so viel Mehl, der kann eine ganze Bäckerei leiten, so viel Mehl wie der hat. 100% Glücks Shiny Riolo, was er zu Lucario machen kann, dann zu Mega Lucario. Das ist cool, das ist ein seltenes Shiny. Auch nach dem Schlüpftag würde ich immer noch sagen, dass es ein seltenes, vor allem aber beliebtes, starkes, nützliches Shiny ist, was in 100% natürlich richtig genial ist. Also Robert, den 100er, hat es wieder mal geschafft, den Schocker der Woche zu holen. Der hat halt Mehl. Und da ist egal, ob hier Map oder sonst was oder Karlsruhe, Map hin und her, bla bla bla. Das ist hier Brühe, das ist hier Tausch, das ist auf jeden Fall richtig genial. Ist natürlich erhöht. Bei mindestens IV, aber das ist ja egal, wir wollen ja hier keine Korinthenkacker und so, und deswegen war es das von meiner Seite aus. Ihr könnt natürlich wieder eure Einsendungen abgeben, ihr könnt, wenn ihr was Krasses gefangen habt, schickt mir das halt zu, privat, egal wo, schickt es mir einfach zu. Links stehen alle in der Beschreibung, da gucke ich mal, ich sortiere mal aus, und wenn was Gutes dabei ist, nehme ich das hier mit rein und dann können wir eure Bilder zeigen und präsentieren. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.